So, Freunde, ich wollte jetzt gerade die Kaninchen füttern und was sehe ich hier? Der Stall war offen und die blauen Wiener sind weg. Eieieiei, wie konnte das denn passieren? Ich wollte sie gerade füttern und zack, der Stall ist offen und der Stall ist leer hier. Ich weiß jetzt nicht, ob die vielleicht hier noch irgendwo auf dem Grundstück am Herumlaufen sind oder ob die vielleicht gerissen worden sind. Das wäre jetzt natürlich äußerst unvorteilhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen gleich mal schauen, ob wir die hier irgendwo finden können. Nein! Ich weiß nicht, ob die sich vielleicht hier drinnen versteckt haben. Nee. Nein! Da sind sie nicht. Sind sie vielleicht unter dem Topf? Auch da sind sie nicht. Aber das wird jetzt schwierig, hier alles zu durchsuchen. Vielleicht wollen sie hier in diesem Urwald an Tomaten sich hier irgendwo versteckt haben. Na, sind sie hier drunter? Auch nicht. Eieieiei, was ist denn hier los hier? Ja, ich schätze mal, die sind wohl weg. Wo sind die Kaninchen? Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Was für ein Start dieses Videos, wa? Wo sind die Kaninchen hin? Meine kleinen Söhne haben mich ein Stück weit unterstützt hier. Und siehe da, ich habe sie doch gefunden. Die kleinen Kaninchen sind heute umgezogen hier. Die sind in einen größeren Stall gekommen, die kleinen. Jetzt können die sich hier besser ausfalten. Aber ich dachte mir, komm, erlaubt dir mal einen kleinen Scherz, ne? Samstagmorgen sollte das ja auch ein Stück weit erlaubt sein. Wie gut, dass meine Söhne auch relativ spaßig sind an der Stelle. Ich hänge euch mal das Video an, wie die umgezogen sind, die Kleinen hier. Die beiden wollen heute umziehen hier, habe ich mir erzählen lassen. Die werden heute in das große Gehege kommen, wo die da auch ein bisschen mehr Platz zur Verfügung haben. Und das werden wir jetzt hier einmal machen. Ich werde die jetzt hier einmal rausholen, in meine adäquate Transportbox packen hier, die Kleinen. Und dann werden die heute rüberziehen, da die ja jetzt noch einige Monate, sage ich mal, an Entwicklung vor sich haben, macht das wahrscheinlich Sinn, dass sie dann auch einen etwas größeren Platz haben und da können die sich dann auch gut entfalten, sage ich mal, an der Stelle. Gut, ich habe jetzt schon mal die anderen alle hier gefüttert und werde jetzt hier diese Transportbox aktivieren, aber vorher werde ich einmal den Stallbereich ein Stück weit vorbereiten, dass die dann gleich auch vernünftig dort einziehen können hier. Ich war letztens wieder und habe Stroh geholt. Das gute Weizenstroh von dem Bauern, wo ich auch mein Trockenfutter kaufe. Und ich wollte euch mal hier den Unterschied, ich weiß nicht, ob man das gut von der Sonne sehen kann. Hier ist das neue Stroh. Ziemlich goldig, sage ich mal, und hier haben wir noch so einen alten Lagerbestand und das hat eigentlich gar keine Farbe mehr oder nur eher so ein dunkles Gelb. Also hier sehen wir schon gravierende Qualitätsunterschiede. Das ist hier schon echt was Feines, sage ich mal. Ich glaube, das kann man auf der Kamera gar nicht so gut erkennen hier, aber in live sieht das schon, hier sieht man glaube ich schon ganz gut den Unterschied. Gold, gräulich. Kleine Planveränderung, ich würde so eine Tüte hier nehmen und die hier mal versuchen reinzupacken, die kleinen Kaninchen. Eigentlich packe ich sie mal in so eine Transportbox, in so einen Karton, aber diesmal werde ich sie hier reinpacken. So, ich brauche meine beiden Hände dafür, von daher nehme ich euch gleich wieder mit. So, hat jemand zwei Kaninchen bestellt? So, jetzt bringen wir sie mal schön rüber hier, schön handlich, ne? Handtaschentiere sozusagen und packen sie mal in das neue Gehege. Na, wollt ihr nicht raus?
So, noch ein bisschen schüchtern hier die Kleinen. Zack. Erstes Exemplar ist raus. Mal komm hier. Zack, das zweite Exemplar ist raus. So, die ersten Momente des neuen Stalls. Die haben hier noch gar kein Essen, noch gar nichts bekommen. Das muss ich hier gleich nochmal nachreichen und sie versorgen hier. Ich packe mal hier ein bisschen Wasser rein, damit die auch wissen, dass hier Wasser zu finden ist. Vorausgesetzt, sie möchten diese Option nutzen. Guckt euch mal an, wie leer das Ding hier ist. Das muss ich gleich nochmal auffüllen. Da sind sie nun, die Kleinen, in einem großen Stall. Hier werden sie jetzt auch die ganze nächste Zeit bleiben, im Prinzip, bis sie fertig sind von der Entwicklung. Also bis sie bereit sind, den nächsten Schritt einzuleiten. Und das wäre eine Deckung, so in dem Sinne. Erstmal hier alles beschnuppern. Hier sehen wir, die Machenschaften der alten Kaninchen sozusagen. Ja, sehr schön. Jetzt haben die ein bisschen mehr Platz. Jetzt können die sich hier austoben, mehr oder weniger. Gut, dann hole ich mal alles Notwendige und dann werde ich sie hier mal fürstlich versorgen. So, jetzt sind sie im neuen Zuhause. Ich denke, die fühlen sich heute relativ wohl und werden es auch in naher Zukunft sein. Ich habe jetzt ganz neues Stroh. Das ist Stroh des ersten Schnittes sozusagen. Sonst hatte ich immer des zweiten Schnittes und ich bin ganz gespannt, ob die Kaninchen das auch ein Stück weit akzeptieren beziehungsweise bevorzugen werden. Denn wenn das gut wegkommt, dann wird das wahrscheinlich auch das sein, was ich dann immer hole, ne? Wenn das besser ist und gleich teuer. Wieso soll man dann etwas Schlechteres nehmen? Ja, die Kleinen wachsen und gedeihen hier. Ich habe den auch Äpfel reingepackt. Wir hatten jetzt noch einiges an Äpfelgeschichten übrig. Und somit hat jedes Kaninchen jetzt mal ein bisschen was bekommen hier. Wasser ist noch nicht aufgefüllt, das muss ich gleich mal an der Stelle machen. Aber Wasser kommt ja wie immer zum Schluss. So, die graue Mutti hier macht sich hier ganz gut. Seht ihr das hier? Sie blutet am Fuß. Irgendwas hat sie dort am Fuß. Das ist ja nicht so schön hier, ne? Das muss ich mir mal angucken, was sie da am Fuß hat. Also Blut kommt raus, scheint sich da irgendwie verletzt zu haben. Ich pack die gleich mal wieder rein. Ein bisschen was ist da, aber es scheint nicht ganz so tief zu sein. Blutet zwar ein bisschen, aber ich werde mal die Sache beobachten. Mal gucken, ob morgen da mehr Blut ist. Ja, irgendwie ist ständig was mit der hier. Ist auch irgendwie nicht ganz so praktisch. Irgendwas hat sie immer hier. Sie hat auch irgendwas mit dem Hinterbein aber schon immer gehabt, weil das irgendwie so wie sie auftritt auch nicht ganz optimal gewesen ist. Die ist jetzt ein bisschen eingeschüchtert, weil ich die jetzt gerade gepackt habe und unter mich und auf mich, und mich auf sie drauf gesetzt habe, so ein Stück weit. Aber natürlich habe ich sie nicht eingequetscht, nur fixiert, ne? Ja, spannend, woran sie sich wohl verletzt hat. Vielleicht ist sie irgendwie hier gegen gekommen oder so, gegen solche Sachen, obwohl das ja hier dran ist. Muss mal schauen, irgendwo hier an dem Rand. Keine Ahnung. Ich sehe hier auch sonst kein Blut mehr. Naja, mal schauen. Unten angekommen, werden wir uns auch hier mal so einen kleinen Überblick verschaffen. Wenn die sich so ausruhen, sieht das immer so aus, als wenn sie hier irgendwie am Wegtreten sind. Aber das täuscht nur ein Stück weit. Da habe ich mich schon das ein oder andere Mal fast erschrocken, sage ich mal, an der Stelle hier. 9.9. ist nicht mehr so weit weg. Dann wird sie schwanger. Sie hier ja hoffen, 9.9. ist nicht mehr so weit weg. Dann wird sie wieder mal Mutti. Das ist für sie das zweite Mal. Das erste Mal war ziemlich chaotisch.
Und so wie das hier aussieht, schätze ich mal, dass auch das zweite Mal sehr chaotisch sein wird. Aber wir werden das mal ganz genau verfolgen und begutachten. Mal ein bisschen weg an Strohgeschichten hier. Mal gucken. Letztes Mal habe ich ja auch gesagt, sie sieht irgendwie schwanger aus. Und da habe ich mich gravierend getäuscht. Und da habe ich mich schon ziemlich getäuscht. Von daher, wir werden abwarten. Wir werden schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Gestern hat Silke einen Kommentar geschrieben. Silke ist neu auf diesem Kanal und hat gleich abonniert, gleich die Glocke aktiviert. Also äußerst vorbildlich. Erstmal einen herzlichen Gruß und willkommen auf diesem Kanal. Und sie hat auch eine Kaninchendame, die jetzt bald Mutti wird. Und sie fragte nach irgendwelchen Tipps. Ich muss sagen, ich habe schon unzählige Videos gemacht, wo ich meine Machenschaften ein Stück weit aufgeführt habe, was gut und was nicht so gut gelaufen ist. Und ich denke, da kann man sich ein Stück weit durchhangeln bzw. durchklicken. Aber wenn man mal so fragt, was könnte man so an Tipps, an Standardtipps, an Geschichten geben, die man auf jeden Fall beachten müsste, dann könnte ich einfach nur sagen, vielleicht so eine Woche vorher, ein paar Tage vorher mal den Stall vernünftig sauber machen, damit die hier auch eine schöne Ebene hat. Denn ich habe beispielsweise bei ihr nicht den Stall sauber gemacht. Und da hat sie ihren ganzen Unrat, das war hier in diesem Bereich hier, hat sie ihren ganzen Unrat im Prinzip auf die kleinen Kaninchenbabys reingepackt, so dass ich den kompletten Nestbau nochmal neu machen musste. Also alles raus und komplett neu bauen. Das war natürlich nicht so schön. Von daher einmal vernünftig sauber machen. Wichtig ist auch Baumaterialien. Jedes Kaninchen ist da anders. Bei mir verwenden sie in der Regel eigentlich am liebsten Stroh. Heu. Habt ihr gesehen? Die wird leicht aggro hier. Versucht sie ihr Nest zu beschützen hier. Eieieiei, das ist sie sonst nie. Das ist ja jetzt mal sehr interessant. Hier greift sie mich an. Jetzt habe ich mich erschrocken. Ihr habt ja die Nägel gesehen, die ich hier ab ihr abgesäbelt habe von Nummer 1. Und die in die Haut zu bekommen, also das ist äußerst unangenehm. Das empfehle ich wirklich niemandem. Naja, letztendlich weiß ich gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Achso, Baumaterialien. Meine benutzen am liebsten Stroh. Als ich mal kein Stroh hatte, habe ich auch Heu hingegeben. Von daher, die nehmen eigentlich alles, was sie benötigen. Ist so ein bisschen von Kaninchen zu Kaninchen unterschiedlich. Letztendlich verwenden sie das, was sie vorgelegt bekommt. Bei mir ist das in der Regel Stroh. Und das ist eigentlich dann auch gar kein Problem. Ansonsten, was ist wichtig? Wasser ist wichtig. Gebt den Kaninchen ganz viel Wasser, kurz vor der Geburt, kurz nach der Geburt, eigentlich die ganze Zeit, dass sie kontinuierlichen Wasserzugang hat an der Stelle. Dann pflege ich das eigentlich immer so, dass ich gucke und ausrechne, wann sie ihre Kinder bekommt, und dort bekommt sie dann auch relativ viel Grün von mir. Ich denke mal, das ist immer am besten, dass sie das dann so bekommen. Ansonsten Nestkontrolle empfiehlt sich auch immer. Wo ich jetzt die letzten Male auch Erfahrung sammeln musste, ist, sich mit den Gedanken anzufreunden, wenn die Kaninchendame versagt, und das kommt vor, gerade bei den Erstwürfen, sage ich mal, dass man auch mal massiv eingreifen muss, also letztendlich tatsächlich den ganzen Stall hier bzw. den Nestbereich einmal rausholen und vernünftig neu bauen. Das musste ich jetzt schon zweimal machen, einmal bei ihr hier und einmal bei der Grauen da oben, die ich euch gerade gezeigt hatte. Von daher, sowas kann natürlich auch passieren. Ich hoffe es natürlich nicht und man denkt ja, man macht dann irgendwie etwas falsch. Aber letztendlich werden dann die ganzen Kaninchenkinder sehr wahrscheinlich umkommen, wenn die wild verstreut sind. Denn die Kaninchendame hat einen Nestbereich für sich auserkoren und nur das pflegt sie. Und alles, was außerhalb ist, ist in der Regel eigentlich verloren, mehr oder weniger. Ansonsten, was gibt's noch? Da gibt es eigentlich einiges. Wahrscheinlich vergesse ich jetzt auf die Schnelle auch fast alles. Von daher gerne mal die Videos angucken. Dort musste ich dann ja immer wieder mal die ein oder andere Erkenntnis sammeln. Ansonsten immer gut aufpassen, ne? Wenn man Nestkontrolle macht, gerne einen Handschuh anziehen. Vorher das Kaninchen berühren, dass der Geruch des Kaninchens an den Handschuh kommt, damit ja, sie die Kindlein nicht verstößt. Sonst gerne Ruhe ihr so ein Stück weit geben. Der Geburtsort sollte nach Möglichkeit abgedunkelt sein, so ein bisschen höhlenmäßig. Wurfbox ist auch immer wieder ein Begriff. Ich verwende keine Wurfboxen, sondern bei mir kommen sie hier so in den Stall hinein. Ja, das sind so die großen und ganzen Tipps, die ich mal so auf die Schnelle hier zusammengetragen habe.
Da gibt es bestimmt noch einige, die ich so vergessen habe, aber so, das ist halt das, worauf man ein Stück weit achten muss, ne? Da sind sie wieder, die kleinen blauen Wiener Kaninchen, die Hesenen. Da können jetzt hier schön rumhoppeln, hier die kleinen. Aber ich denke, wir sind wieder an den Punkt gekommen, wo ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein. Abonniert diesen Kanal, kostet nichts. Ich lade euch ganz herzlich dazu ein. Schreibt was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und die Kaninchen. Weiter, schreit. Nein! 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 Wo sind die Kaninchen? Wo sind die Kaninchen? Schreit wieder. Nein! Nein! Lauter.